Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man für die PlayStation 1. Diese Folge ist ein kompletter Playthrough, ein komplettes Playthrough. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geschlecht hat, das Wort. Aber ihr werdet jetzt einmal das komplette Spiel, dafür habe ich 55 Minuten, glaube ich, gebraucht, in doppelter oder vierfacher Geschwindigkeit sehen. Und ich werde das einfach nachkommentieren, so wie ich es jetzt mache. Und ab und zu habe ich sogar während der Aufnahme was gesagt, das werde ich dann einfach einspielen. Und ihr werdet Musik im Hintergrund haben, ich weiß jetzt noch nicht, was für eine Musik, das werde ich mir dann später aussuchen. Aber ja, so, dann machen wir mal Vollbild, dass ihr es vernünftig sehen kann und Play. Also, ich habe als allererstes meinen Anzug gewechselt. Ich wollte nämlich mit dem unsterblichen Anzug durchspielen, damit ich so schnell wie möglich durchkomme, weil man musste ja für ein Kostüm einfach nur das Spiel zweimal durchspielen. Und das zweite Mal durchspielen habe ich dann jetzt nachgeholt. Hier rechts unten seht ihr den Timer. Der ist nicht ganz akkurat, aber eher im negativen Sinne. Das heißt, ich habe ein bisschen länger gebraucht, als da steht. Ein bisschen weniger Zeit gebraucht, als da steht, aber ja. Das ist New Game Plus, ich starte mit meiner Spidey-Panzerung. Hey, Spider-Man! Hey, Black Cat, was ist los? Ich weiß, du hast schon genug Ärger, aber die Bank wird ausgeraubt und sie haben Geiseln. Verwende den Spinnenkompass, um schnell zur Bank zu kommen. Danke, Cat. Also, was ich einmal einwerfen möchte, ist, ich muss das ganze Spiel nochmal im Kinderspielmodus durchspielen. Oh Mann, ey, oh Mann. Mein Spinnensinn klingelt. Wie gesagt, ich muss das ganze Spiel nochmal im Kinderspielmodus durchspielen. Das bedeutet, mein Schwingen ist auf XX, was mich total gestört hat. Aber das Kinderspiel spielen wird mir ein großer Vorteil sein im Laufe des Spiels. Und wie ich es vorhin angeschnitten habe, die Zeit ist nicht perfekt, aber eher im negativen Sinne für mich. Das heißt, ich habe weniger Zeit gebraucht, als da steht, weil ich einmal... Ich weiß jetzt nicht, wie rum das war, aber Moment, ich sag jetzt gleich nochmal was, deswegen bin ich wieder leiser. Okay, das Gute am Kinderspielmodus ist, dass ich einfach durchlaufen kann. Sie haben Geiseln, denen darf auf keinen Fall etwas passieren. Und die Geiseln werden die einfach nicht sterben. Dass die Geiseln sterben, ist einfach so unwahrscheinlich. Dass die ganzen Sterben ist unwahrscheinlich. Das war zum Beispiel einer der Punkte, an dem es sehr positiv ist, dass ich Kinderspiel spiele. Am Anfang habe ich noch relativ viel gesagt, jetzt gleich auch schon wieder was, aber gegen Ende hin habe ich zum Beispiel 10 Minuten lang einfach gar nichts gesagt, aber hier kommt noch was. Oh, ich muss sie alle töten, hoppla. Ja, das wusste ich auch nicht, dass ich alle töten muss. Ich dachte, ich kann einfach die letzten beiden töten, das wird schon getriggert. Die Geiseln hatte ich ja schon befreit, aber anscheinend nicht. Und jetzt kommt was Lustiges, das ich ausprobiert habe, also viel Spaß. So, jetzt bin ich neugierig. Was passiert, wenn ich die Gegner vollkommen ignoriere? Zu 100%. Also ich lasse die Geiseln hier frei, nehme die Bombe und laufe weg. Sicheren Ort bringen. Was passiert dann? Darf ich dann einfach gehen, während die hier noch mich angreifen könnten? Man kann aber aus dem Weg gehen. Ja, das ist vollkommen egal, ob die noch leben oder nicht. Diesmal nicht, Jungs. Ha, die standen da noch in der Cutscene. Ja, also anscheinend funktioniert das einfach so. Ja, ich weiß auch gar nicht, worüber ich reden soll jetzt hier in der Nachkommentierung. Ich darf mir jetzt irgendwelche Themen aussuchen oder ein bisschen was über das Playthrough sagen. Also ich habe mich wirklich beeilt. Ich habe so wenig Feinde wie möglich umgebracht, weil die mir ja eh nichts anhaben konnten. Und habe einfach nur die schnellsten Wege genommen, wie man hier sieht. Ich habe die Cutscene oben nicht abgeholt, ich habe eigentlich gar nichts geholt. Ich bin nur durchgelaufen, weil das ist der einzige Grund, warum ich dieses Playthrough überhaupt mache, ist wegen dem Kostüm, das ich bekomme, weil ich es durchgespielt habe. So, und hier seht ihr die beste Taktik für den. Das klappt auch ohne unendlich Netz, das klappt auch einfach nur im Kinderspielmodus. Aber das wisst ihr ja schon. Denke ich. Und da ist er tot schon, okay. Also die Zeit, die ihr seht, läuft ein bisschen schneller. Das liegt daran, dass das Spiel auch schneller läuft. Die Zeit ist relativ genau. Ich glaube, am Ende habe ich 55 Minuten gebraucht oder ein bisschen weniger.
Wenn ihr ein oder zwei Minuten abzieht, dann sollte das die Zeit sein, die ich wirklich für dieses Playthrough gebraucht habe. Und ich habe das auch gespielt direkt im Anschluss an die letzten Aufnahmen der letzten Folge. Also so an die letzten 3, 4, 5 Aufnahmen. Folgen. Ja, dann worüber kann ich denn noch reden? Das ist echt schwer, eine Nachkommentierung. Ich weiß noch, dass an ein paar Stellen mir irgendwas Komisches passiert ist, was ich im Nachhinein kommentieren wollte. Aber diese Aufnahme ist schon über eine Woche her und ich habe gar keine Ahnung mehr, wo das alles ist. Und ja, deswegen kann ich da nicht so viel drüber reden. Und das Kinderspiel-Let's Play hat gestern angefangen. Ich nehme das gerade auf, wenn die zweite Folge von Kinderspiel-Let's Play draußen sein sollte. Ich glaube, das ist Folge 14. Die sollte heute online kommen. Wir haben jetzt noch relativ früh Mittag. Wir haben noch 13:30. Also 6:30 kommt es raus. Das bedeutet, da ist noch ein bisschen Zeit zwischen. Ich glaube, 5 Stunden oder so. Hab jetzt gerade keine Lust, irgendwie irgendwas zu rechnen. Aber ja, da haben wir eigentlich... Also da wisst ihr schon, wo ich jetzt ungefähr zeitlich mit der Aufnahme bin. Ich habe da gleich noch einmal was zu reden. In einer Minute oder so. Oh, das laggt aber ganz schön. Ich hoffe, das liegt nur an meinem Sony Vegas und nicht gerade an irgendwas anderem. Nein, wenn Sony Vegas laggt, dann wird diese Tonaufnahme total asynchron und zu lang und kacke. Ach man. Jedenfalls, ich sag jetzt gleich schon sofort was. Ach so, ich weiß sogar, worum es geht. Ja, dann gebe ich mal an mein Vergangenheits-Ich ab. Was war das denn? Wieso bin ich jetzt im Kinderspielmodus daneben gesprungen und gar nicht geschwungen? Was war das denn? Alles klar. Vielleicht spiele ich ja doch nicht Kinderspielmodus, sondern einfach oder so. Dann sollte ich mir mal mehr Mühe geben. Ich darf ihn nicht verlieren. Nee, ich spiele Kinderspielmodus. Ich bin dämlich wegen der Steuerung, ne? Daran hätte ich denken können. Ja, das war ein sehr dummer Gedanke von mir. Und jetzt seht ihr den besten Venom-Fight meines gesamten Lebens wahrscheinlich. Nicht. Ich war übelst kacke, obwohl ich unsterblich bin und unendlich viel Netz habe. Und jetzt könnte es sein, dass das ein bisschen kacke wird mit der Aufnahme. Ich muss gucken, dass ich nicht zu viel spreche. Weil mein Sony Vegas ein bisschen ruckelt. Ich gebe das gerade auf Sony Vegas wieder. Und ich war zu faul, so lange zu warten, bis es alles vorgerendert ist. Ich habe jetzt nur die ersten 5 Minuten vorgerendert oder so. Aber ja, hier bin ich komplett einfach durchgesprungen. Die Kamera ist dabei ein bisschen kacke gewesen. Und die habe ich einfach auch alle... die wollte ich überspringen, aber das ging nicht. Da habe ich die einfach gereckt. Ja, irgendwann habe ich auch einfach aufgehört zu speichern. Irgendwo am Anfang. Oder vielleicht habe ich auch nie angefangen zu speichern, aber ab und zu habe ich gespeichert. Keine Ahnung, so 3, 4, 5 Mal im ganzen Playthrough habe ich gespeichert. Ja, und hier war mir echt langweilig. Das ging ja ungefähr 5 Minuten oder so und mir war echt so verdammt langweilig auf diesem Zug. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Oh Mann, ey. Ach, was ich noch erwähnen kann ist, ich habe direkt nach der Aufnahme noch eine Musikquelle gefunden. Neben dieser Internetseite, wo ich Videospielmusik einfach runterladen kann. Und Videospielmusik ist ja fast immer GEMA-frei. Außer bei Nintendo Musik muss ich auf jeden Fall aufpassen. Bei Sega Musik muss ich doppelt aufpassen. Und es gibt ein paar Spiele, die Musik mit GEMA drin haben. Da muss ich auch aufpassen. Aber so generell sollte ich eigentlich da sehr viel GEMA-freie Musik haben. Und jetzt habe ich noch eine zweite Seite, die komplett GEMA-freie Musik, unabhängig von Spielen hat. Und ja, da habe ich mich gewundert, dass das Wasser überhaupt nicht mehr hochgegangen ist. Ach nee, warte, das war ein Playthrough davor. Boah, ich bin schon voll verwirrt, weil ich zweimal auf Kinderspiel durchgespielt habe. Naja, es war sogar ein bisschen, es ist sogar voll anstrengend, wenn man die ganzen Gegner überspringt, weil... Naja, wenn du irgendwas annetzen willst, so ein Schalter oder so, die Gegner sind immer im Weg. Ja, da kann man einfach durchlaufen, das finde ich total dämlich. Da kann man den Kinderspiel einfach hundertprozentig durchlaufen.
Sondern da, dass man sich da hochziehen lässt, ein Kinderspiel mit einer Cutscene, fand ich so dumm. Ah, da habe ich, glaube ich, versucht, rüber zu schwingen. Das war, glaube ich, mein erster und einziger Tod. Ich glaube, das war mein erster und einziger Tod im ganzen Playthrough. Jedenfalls habe ich sogar einmal ausprobiert, ich glaube, das war hier, dass ich an der Decke gekrabbelt bin und wenn dann die Cutscene kommt, dann lässt er extra los, um sich wieder hochzuziehen. Ich finde das so dämlich. Aber naja. So, und ich habe jetzt alles überlegt, alles geplant und alles bereit. Ich sollte gegen Ende des Jahres ein neues Mikrofon haben. Da ich sehr viel am Vorproduzieren bin, werdet ihr im richtigen Let's Plays wahrscheinlich nicht vor 2017 mein neues Mikrofon sehen. Aber wenn ihr auch mal so Infovideos oder sowas von meinem Kanal guckt, wenn ich solche welche machen würde, dann würdet ihr es wahrscheinlich sehen. Ich werde, glaube ich, mal ein Vergleichsvideo machen, sobald ich es gekauft habe. Allerdings dauert das noch recht lange. Ja, das dauert noch lange. Ich schätze wirklich so Mitte Dezember, Anfang bis Ende Dezember, irgendwo im Dezember halt. Anfang bis Ende Dezember, sehr präzise. Also irgendwann im Dezember wahrscheinlich. Und bis das in den Let's Plays auftaucht, ist wahrscheinlich Anfang bis Mitte Januar. Und dann werdet ihr auch in den Let's Plays die bessere Qualität bemerken. Denn, was ihr vielleicht bemerken solltet, vielleicht auch nicht, ich rausche sehr hart in meinen Videos. Das liegt daran, dass ich einen Bass- und Treble-Boost drin habe, weil ohne Bass- und Treble-Boost hört sich mein Mikrofon so lasch an. Meine Stimme hört sich auch so richtig lasch an. Ich mag das nicht so, die anzuhören. Mit Bass- und Treble-Boost hört sich meine Stimme so an, als hätte ich ein richtig hochwertiges Mikrofon. Außer, dass ich wegen dem Treble-Boost extrem hart rausche. Beim Rauschen müsst ihr mir nachsehen, das kriege ich nicht geregelt. Bei dem Mikrofon, das ich jetzt habe, kann ich nicht einmal die Rauschentfernung von Outer City benutzen. Ich benutze gerade das Razer Kraken 7.1 Chroma Headset Mikrofon. Und das hat diese Funktion, die es auch zum Beispiel bei TeamSpeak oder bei Discord wahrscheinlich auch gibt. Die Sprachaktivierung, das heißt, solange du nicht eine bestimmte Lautstärke hast, ist dein Mikrofon komplett stumm geschaltet. Und das tut dem nicht gut. Ich habe meine Empfindlichkeit auf 100%. Auf höher geht nicht. Aber trotzdem, wenn ich leise bin, dann nehme ich keine Rauschen, keine Stille auf, sondern dann schaltet sich mein Mikrofon trotzdem aus. Und das ist sehr nervig. Ich kann das Rauschen also nicht so einfach, beziehungsweise eigentlich gar nicht entfernen. Bei dem Mikrofon, das nervt ein bisschen. Aber naja, was ich noch ansprechen wollte ist, wir haben das Spiel bald durch. Ich werde es wahrscheinlich heute komplett zu Ende Let's Playen. Das ist nicht mehr viel. Es ist nur noch ein Playthrough und wahrscheinlich so anderthalb Stunden oder so. Ich möchte das Zipline-Training noch schaffen, dass ich das den Anzug vernünftig bekomme. Ich habe da schon eine Taktik herausgefunden. Ich werde mit Safe States arbeiten. Das heißt, ich gehe dahin. Versuche perfekt in der perfektesten Geschwindigkeit dorthin zu krabbeln, mach dann einen Quicksave. Dann springe ich runter und zipline mich hoch. Und bei jedem Zipline hoch, der perfekt lief, mache ich einen Quicksave. Und dann jedes Mal, wenn ich sterbe oder viel zu lange brauche für einen Zipline, loade ich einfach. Und so werde ich das dann perfekt schaffen, ohne dass das viel zu lange dauert. Und das ist immer noch besser als Cheaten. Ja. Achso, was ich noch ansprechen wollte. Ich habe es angesprochen, einfach nicht beendet. Also, das Let's Play ist ja bald vorbei. Heute werde ich wahrscheinlich alles schaffen. Heute ist der Sonntag, an dem die 14. Folge ist, das wahrscheinlich rauskommt, der 11. Der 11. Sonntag ist schon eine Woche her, dass diese Aufnahme, die ihr gerade seht, aufgenommen wurde. Und ja, heute ist Sonntag, der 11. Ich bin fast fertig mit dem Let's Play. Insgesamt werden das wahrscheinlich nicht mehr als 30 Folgen. Und wir sind gerade bei Folge 14 ungefähr, das heißt noch zwei Wochen, drei Wochen vielleicht. Und ich weiß noch nicht, was ich Let's Playen will danach. Ich bin mir sehr unschlüssig, aber es wird wahrscheinlich irgendein PC-Spiel. Keine Ahnung, vielleicht Far Cry 3 oder
Seven Days to Die, obwohl ich mir sehr unsicher bin. Seven Days to Die wollte ich eigentlich ursprünglich Let's Playen, habe auf die Alpha 15 gewartet. Hab dann Spider-Man wollte ich eigentlich nur zwischenschieben. Aber, naja, es hat sich herausgestellt, dass Alpha 15 doch weiter weg ist, als ich dachte. Und irgendwie habe ich mittlerweile so den Hype verloren und irgendwie keine Lust mehr, das aufzunehmen. Und deswegen frage ich mich gerade, was soll ich aufnehmen? Vielleicht Far Cry 3? Oder so, ich habe noch eine kleine Liste und ich könnte mal überlegen. Ich will auf jeden Fall PC-Spiel Let's Playen, kein Konsolenspiel mehr. Ich möchte, dass das ein bisschen abwechselnd ist, damit ihr nicht direkt denkt, ich bin only Console, wenn ich mit diesem Spiel anfange. Außerdem ist mein PC gerade recht gut. Ich könnte da auf jeden Fall mit maximalen Einstellungen aufnehmen. Far Cry 3 nicht, aber mit den meisten Spielen. Aber das war's eigentlich jetzt mit mir. Ich höre ein bisschen früher auf, weil es ein bisschen ruckelt. Und ja, gleich hört ihr meine Stimme sowieso, denn wir haben das Spiel nochmal durchgespielt. Zum dritten Mal. Yay! Ja, wir haben es geschafft in unter 55 Minuten. Und ihr habt schon gesehen, damit haben wir einen neuen Anzug freigeschaltet. Nämlich Spider-Man Unlimited. Mit L2 kann er sich unsichtbar machen. Ach, der war das, der sich mit L2 unsichtbar machen kann. Der sieht übrigens auch übelst cool aus. Genauso wie... wer war das? Wer war das denn noch genau bei, außer... Ben Reilly. Ben Reilly und Spider-Man Unlimited, finde ich, sehen einfach übelste geil aus und sind sehr geile Kostüme. Jedenfalls werde ich alle mal am Ende... Am Ende mache ich eine große Folge, wo ich alle Comichefte zeige, alle Storyboard-Cards und sowas. Alles Mögliche. Und dort werde ich auch alle Kostüme einmal in Aktion zeigen. Aber ja, einer fehlt uns. Der vom Netzline-Training. Den werde ich leider nicht holen. Ich werde in der nächsten Runde einen Cheat aktivieren und dann werden wir ab morgen einen neuen Playthrough starten, der wieder 4 bis 5 Folgen lang gehen wird. Also die nächsten 4 bis 5 Folgen lang sind dann wieder ein spannendes Playthrough. Ich nehme Spidey Unlimited, um das durchzuspielen. Und spiele auf einfach durch. Ja. Na dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Das war's mit dieser. Leider. Und ansonsten würde ich sagen. Wirklich war's das jetzt mit dieser Folge. Ciao. Leute.